Hi, ich bin Enrico von AutoBW. Ich bin endlich mal wieder draußen auf einem kleinen Bushcraft-Abenteuer unterwegs. Und wenn du mich begleiten willst, bleib dran. Und wie man sieht, es hat auch nicht geschneit die letzten Tage, schneit immer noch. Zu erwarten sind minus 15 Grad oder mehr. Das heißt, es wird eine ordentlich kalte Nacht. Aber ich habe einen guten Schlafsack, also kein Problem, hoffe ich doch. Jetzt geht es von dem großen Weg runter. Ich habe hier so einen kleinen Seitenweg gefunden in den Wald hinein. Also laut Karte, die ich mir zu Hause angeschaut habe, müsste jetzt irgendwo hier in der Nähe noch eine Quelle kommen. Ja, suche ich mal weiter. Und so langsam habe ich doch ein bisschen Durst. Also einen kleinen Waldbach habe ich gefunden. Jetzt suche ich nur noch die Quelle. Dann fülle ich mir schon Wasser ab. Priorität 1 erfüllt. Und noch irgendwie was Kleines zu essen suchen. Und dann wird es auch schon Zeit, dass ich mein Lager aufbaue. Denn es wird dunkel und ich muss noch irgendwie ein bisschen Holz sammeln, damit ich ein kleines Lagerfeuer machen kann. Ja, weiter geht's. Ja, und so wie es aussieht, habe ich jetzt hier auch die Quelle gefunden. Also. So, perfekt. Wasservorrat aufgefüllt. Weiter geht's.
Ja, jetzt wird es Zeit, dass ich mal mein Lager aufbaue. Ich suche jetzt noch einen schönen Platz und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, ich habe jetzt meinen Lagerplatz gefunden. Hier habe ich eine schöne ebene Fläche, auch die Bäume sehen gut aus. Da kommt also nichts herunter heute Nacht. In dem Fall Lager aufbauen. Als nächstes Biwaksack rausholen, Schlafsack hinein und dann Brennholz suchen. So. Also mein Lager steht soweit. Jetzt suche ich mir noch etwas Brennholz. Dann mache ich ein Feuer, damit ich mir einen lecker Tee machen kann und was Kleines zu essen. Ich habe Holz gesammelt, Hobe habe ich vorbereitet mit Holz. Ich habe noch etwas Harz dazu getan, damit das hoffentlich auch brennt. Dann habe ich ganz kleine, feine, trockene Späne gemacht. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das Ganze in Gang bekomme. Also Daumen drücken. Jetzt brennt das Harz, das riecht man jetzt schön. Jetzt muss es nur anbleiben. Ist das nicht herrlich? Ein schönes Lagerfeuer. Ich bin trocken unter meinem Tarn, trotz des Winters. Man kann ja richtig gut mal abschalten. Mal weg von dem ganzen Alltagstrubel. Einfach nur die Natur genießen. Wunderbar.
mir doch mal. Habe ich es mir hier bequem gemacht. Ich werde jetzt noch ein bisschen der Kerze zuschauen, wie sie abbrennt. Noch ein bisschen die Ruhe genießen. Und dann werde ich mich hier schön einmurmeln und schlafen. Ich sage schon mal ciao, bis morgen. Morgen. Ja, ich habe tiptop geschlafen, war überhaupt kein Problem, trotz der Kälte heute Nacht. Da hat sich die Isomatte und der Schlafsack gut bewährt. Ja, jetzt muss ich dann leider langsam aufstehen. Jo, früh am Morgen. Aber ich bin topfit, wie gesagt, ich habe gut geschlafen. Ja, der Platz ist wieder ordentlich aufgeräumt. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. So, da vorne kann ich schon den Hauptweg erkennen. Das heißt, dass ich dann auch jetzt gleich wieder an meinem Startpunkt ankomme. So 20 Minuten vielleicht. In diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.